So, Matze, ich hätte jetzt gerne noch eine motivierende Rede für dich, von dir, von dem Anfang, gerne. Wir sind hier zusammen eingetroffen, um einen Geist zu finden. Und mit Jule zu verheiraten. Finde ich gut. Mit Juli zu feiern. Genau. Und ja, mal gucken, ob es dann irgendwann deine Jule-Geister gibt, ne? Genau, dann würde ich sagen, damit zum Briefing. Wir haben heute einen Auftrag von Carla Jones, die angeblich diesen Campingplatz hier. Wieso stellst du dich immer? Ich sehe Du nichts nichts. gelesen. Psst. Hallo? Begone, danke. So, Hast schöne also. Augen. Ja, danke. Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit einem Räucherstäbchen. Ganz wichtig, Das aus sag ich irgendwelchen doch. Gründen. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab Ah, und krass. zeichne ein paranormales Geräusch mit den Räucherstäbchen auf. Mit Mit dem Parabolmikro. Parabolmikrofon. Die haben so viele Räucherstäbchen, das machen die bestimmt auch damit. Okay. Räucherstäbchen, oder? Die können einfach Ja. alles. Wir bei Extend, du. So. Reagiert auf alle. Okay. Okay, warte mal. Also, wie Geil. läuft es jetzt mit den Ich will Stockwerken? erstmal Warte wissen, mal. wo der Stromkasten ist da drüben. Ich habe ihn gerade Was sind gesehen. das? Lol, die haben einfach einen Campingplatz und ein Haus mit Stockwerken. Okay, das ist krass. Was ist denn der dritte Stock? Erstes Stockwerk? Zweites Stockwerk. Wo ist das dritte? Auf jeden Fall ist der, das ist krass, der Sicherungskasten ist einfach mal ganz draußen. Ist wahrscheinlich so ein Generator, einfach so Ach, das zum ist Kurbeln. bestimmt das Dachgeschoss oder der Keller vom Haus. Ah, okay, da der hat zwei Stockwerke, okay, gut. Dann würde ich sagen, ich finde den Campingplatz echt cool. So, ich nehme jetzt eine Kopfkamera mit, dann könnt ihr mal gucken, was ich mache, falls ich mal Also weglaufe. ich nehme jetzt mein Temperaturding mit und Salz, wenn wir Nehmt die irgendwo sind. Weiß, Temperatur macht es ultraviolette Sinn auf dem Kamera. Campingplatz, ist ja überall kalt, oder? Nö. Taschenlampe. Ich habe doch die UV-Kamera Temperatur. genommen. UV-Kamera. Nice, ich auch. Warte, Jule. Es geht schon los. Geronimo! Ja, sie tut immer die Prepare-Zeit wasten, weil sie einen auf krass Mein macht. Gott, okay, das sieht krass Unglaublich. aus. Hier Ich gehe stehen jetzt wieder Autos! Direkt zu klauen! Level Was ist da drin? Hört mal auf jetzt. Was denn? Das ist ein Cap. Ah, lol. Oh, lol. Mach halt Ich selber. Der hab den Schlüssel Schlüssel ist. nicht. Ist egal, wer den genommen hat. Alle können den benutzen. Ja, nein, eben nicht. Ja, Bei mir doch. stand zugeschlossen. Ich habe keine Taschenlampe mit. Ich habe nur dieses Knicklicht eingepackt. Ich traue Oh, mir das ich nicht. hab Das ist gerade für irgendwas UV, ne? mitgenommen. Aber ich hab gerade Ja, mein aussehen Handy irgendwas hat mitgenommen. vibriert. Ich hab ne. Lol, ich hab ne Schale. Deine 9 Hand Grad vibriert hat's hier. alle. Können wir in die Warte, warte. Zelte reingehen? Bleib mal kurz Nee. so. Das sieht aus wie reingeschaut. Moment. Bleib mal so Ja. runter. Oder nimm mal deinen Arm so. Ja. Ja. Ach, na, egal. Ja, Meine noch ist Freunde. so ein Matze drin. Das sieht komisch aus. Ja, macht weiter. Ich nehm's auf. Alles gut. Ja, ich hab's. Super, muss ich euch nachher zeigen. Genau, Ja, Matze, und fair. jetzt fass dich an. Ich habe alles auf Kamera, perfekt. Genau, ja, so ist gut. Oh, What perfekt. Reib dich an irgendwas. the fuck? Wie das auch aussieht, wie du hier so im Dunkeln stehst, wie so ein Creep mit Kamera. Ja, ja Eine natürlich. UV-Kamera, ja? Was Kamera, für Alter. eine So dumm. Videokamera. Einfach Leute, ich dumm. will hier bowlen im Matsch. Ich habe einen Voll die Fußball. gute Idee. Das ist jetzt, okay, krass. Ein Grill. Ich sehe halt gar nichts. Also, ich Mal habe. den werfen? Oh, Baseball. Schießen? Oh, werfen. Baseball. Die haben hier einen Kann Exekutionsposten. den wirklich werfen? Ist ja geil. Den Fußball, ja klar. Ja, Kannst jetzt. alles werfen. Also Und fast der alles. hüpft. Matze, stell dich mal an den Pfosten, bitte. Jule, hol die Knarre. Ah Okay. ja. Die hier. Ah, perfekt. Was? Welche? Genau die. Ich sehe gar nichts. Die Halt ist in meinem stehen Kopf bleiben, drin. Geld aus. Du bist in meinem Kopf drin gerade. Ich sehe leider nichts, Oh. was du tust. Tut mir sehr leid. Okay. Mir Ready, muss mal einer aim, leuchten. fire. Ich brauche Licht. Alles klar. Macht mal Ja, einer die wofür ist der Taschenlampe. Pfosten hier da? Was machen wir eigentlich jetzt? Also Temperaturen brauchen wir nicht suchen, weil. Ne, Moment, warte mal. Ist der Geist in einem Zelt oder in dem Oh mein Haus? Gott, man kann die Zelte aufmachen. Cool. Warum brauchen Oh wir nee, dann keine müssen wir die Zelte Temperaturen? prüfen. 7 Grün Grad. ist Zelt, Krass. 11 Grad. Was, 5 Grad? 5 Grad. Ja, okay, ich meine, Es wir sind gibt. draußen in der Natur und es regnet, also ist wahrscheinlich Leuchtet überall kalt was. sein, oder? Okay, Da warte mal. leuchtet Was ein ist denn. Zelt. Hier gibt's eine Der Lampe. beste Oh, Winkel vom da ganzen läuft Campingplatz. Gas. Da läuft Gas. Ja. Der Gasherd ist Okay. an. Jetzt hab ich ihn ausgeschaltet. Okay, dann macht den aus. Ich sehe den Generator. Oh! Shit, was war das? Warte, Ich warte. habe schon wieder vergessen, wie der Kunde Ah. hieß.
Der Kunde. Der Kunde, der Kunde, ja. Ist der Geist. Er kennt ihn nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was du sagst. Ich habe ein richtig ekelhaftes... Ah! Ah! Was? Lebst du noch? Oh mein Gott, sie ist heil! Ist er da? Wir haben nicht geprüft, ob der auf Einzelpersonen ist. Ah! Auf Einzelpersonen. Die war da drin! Die lag hier am Boden! Die lag hier am Boden! Junge! What the fuck? Matze, das war sie hat dir ein Zeichen gegeben. Ah. Die mag, die finde ich geil. Auf jeden Fall. Ja, die lag hier am Boden, Alter. Und ja, oh mein Gott! Wie mach ich die Tür zu? Jungs, diese Lampe hier im Zelt, die geht auch nicht an. Und ich habe hier. Ja, der Sicherungskasten ist aus. Oh. Die 2 und 3 Grad. Also ist auf jeden Fall hier. Die hatte ich da. Ja, die hatte ich davor angeschaltet. Alter, ich habe gerade richtig gekotzt, ne? Also gespritzt. Hab ich nur einen kurz hier ins Zelt, bitte. Ich möchte Salze legen. Ich habe den Generator so ist Angst. An. Warum hast du nur eine UV-Lampe mit? Ich weiß es nicht. Oh, lol. Frage, was betreibt denn der Generator eigentlich? Ich meine, wir haben hier keine Lampen jetzt oder so. Boah, so. Das gefällt mir. Erfolgreich ausge... Oh, wow, also wir wissen, dass es das rote Zelt hier ist. Okay. Sollen wir eine Kamera holen? Das ist mein Fußstäbchen! Fußstäbchen! Links! Fußstäbchen, Foto! Was? Juli, was mach denn? Mal ein Foto! Juli, hier ist ein Foto, Kamerad. Mach ein Foto. Ja, ich hab's. Matze, dein Sprachzentrum ist beschädigt. Ich weiß, der war nicht mit so im Stress. Ja, wo seid ihr? Hast überhaupt? Du den Fotoapparat? Es ist stockdunkel hier, ich sehe nichts. Die Taschenlampen sind komplett für den Arsch. Jule, da sind Fußabdrücke. Ich hab wo sie denn? Gesehen, ich hatte eben den Dings hingeschmissen. Und im Salz sind auch Spuren. Ja. Wo seid ihr denn? Ach, da. Im roten Zelt. Ich hab hinten explored, war cool. Ah! Oh. Da ist er. Er jagt. Da unten liegt sie! Die liegt da unten! LOL! Ja, Foto, mach ein Foto, Mann! Ich hab kein Fotoapparat mehr! Mach irgendwas! Bleibt die da? LOL, die rockt gerade, die tut den Kopf umdrehen. Jesus. Die jagt noch nicht. Hast du ein Foto gemacht? Gesehen? Die hat richtig. Du hast ein Foto gemacht? Nein. Ich hab eine Kamera. Können wir bitte auch gucken? Keine. Ich hab dir doch eine hingeworfen. Wo? Ja, gib mir die Kamera, wo ist sie? Ja, da unten liegt sie. Ich hab sie. Lass mich Fotos machen. Ja, warte, ich leg sie hier hin. Wo ist hier? Hier. Wo? Am Boden. Beschreib mir verdammt nochmal, wo ist am Boden? Hier ist überall Boden. Meine Fresse. Oh Gott, der Wimmel. Okay, da ihr mir nicht helfen wollt, musst du alleine hier zurückfinden. Ja, ich versuch's, aber Matze sagt ja, hier bei mir auf dem Boden. Ja, wenn ich sage, wo bist du? Ja, ich bin hier. Wow, danke Matze, danke für gar nichts. Meine Fresse. Reiß dich mal zusammen, Alter, was hast du denn? Wie kalt ist in dem scheiß Zelt? Minus gerade, ja, nein. Noch nicht, es waren gerade 0,5. Doch nicht. Wo die erschienen okay. ist. 0,5, ja, also keine Minusgrade. Okay, ich hol mal noch mehr Equipment. Wo ist unser Truck? Was war das? Hä? Hörst du das? Jule? Ja, irgendwer manscht hier rum. Ist das jetzt Jule, die rumrennt, oder ist das der Geist? Ja, ich habe euch halt auch schon 5-mal darauf hingewiesen, dass ich nichts sehe und bitte Hilfe brauche, um den Truck zu finden. Bist du denn? Du bist doch im Truck. Ja, sie ist beim Truck da hinten. Ja, nachdem ich ungefähr gegen 5 Zelte gerannt bin. Okay, bin ich eigentlich der Einzige, weil wenn ich die Taschenlampe nicht mit einem Meter Entfernung auf irgendeinen Gegenstand halte, ist das Ding komplett useless. Ich könnte die einfach weglassen und ich sehe genau gleich viel wie mit der Taschenlampe. Muss halt Gamma ein bisschen hochstellen wahrscheinlich. Ja, wow, das macht überhaupt keinen Sinn. Da kann ich ja gleich, die Cheaterei habe ich so dick. Hat nichts mit Cheat zu tun, wenn man nichts sieht. Natürlich Gamma hochstellen. Darum geht's doch in dem Spiel, meine Fresse. Okay. Also ich mach Horrorspiel. Action, ja. Ich mach das Gamma hoch, dann sehe ich im Dunkeln alles. Ja, wow. Ja, wow. So, was brauchen wir jetzt? Bin ich raus. Räucherstäbchen. Ja, Feuerzeug. Ich brauch. Was sollen wir machen? Reinige einen Ort. Ich brauch eine Kamera. Genau, also ich reinige jetzt das Zelt. Ja, mach mal. Also, sie war im roten Zelt, oder? Ja. Follow me. Das Feuerzeug ist heller als die Taschenlampe. Willst du mich verarschen? Junge. Haben wir ein Häkchen dran? Warte, ich muss ja erst noch machen. Ich hab grad. Du. Dann kriegen wir die zweite Aufgabe nicht. Wie heißt die nochmal? Ist mir egal. Keine Ahnung, Claire, glaube ich. Dann müssen hallo, zwei Claire. Häppchen verbraucht und können ich zünd das Zelt an. In der Jagd. Ich zünd das Zelt an. Warte, Jule, kannst du mal stehen bleiben? Du hast so viele Haare. Was? Brauchst du nicht alle, oder? Warum? Feuerzeug. Ich hau ab.
Warte, war das der richtige Knopf? Moment. Optionen. Feuerung. Was willst du machen? Ah, V war das richtige. Ups. Habt ihr Buch? Ich möchte mal Geisterbuch machen. Nee, genau, hol mal das Geisterbuch. Ich bewache das Zelt. Hallo. Und noch was? Warum? Moment, was hatten wir jetzt eigentlich überhaupt? Was ist deine Mission, Matze? Geist auf den Sack gehen. Bisher ja, du gehst hallo. Nie auf den Sack. EMF hat noch keiner probiert, oder? Nee. Okay, dann nehme ich noch. Also wir haben jetzt. Oh, der Gas hält es an. Ja, ich hör's. Ich sehe es. Ich seh's. Foto? Fürs Jahrbuch. Jahrbuch der Geisterjäger. Warum ist soll ich den ausmachen vielleicht? Gut, wenn man das ja, geh mal rein. Muss man das hinlegen? Keine Stromverschwendung, das Gas ist teuer. Stromverschwendung, Gas ist teuer. Mhm. Hallo, wie geht's? Ja, beides. Gas und Strom, weißt du, wie viel das kostet? Scheiß respektlose Geister. Meine Fresse. Was würde also nochmal, kann man das Buch irgendwie aufklappen? Ja, einfach hinlegen. Schmeiß hin, es klappt von alleine aus. Schreib in das Buch. Wie wär's, wenn wir das Buch erstmal hinlegen, bevor du ihn dazu bringst? Der Effekt der Stimme, der sah. Okay, doch nicht, dann weiß ich nicht. Warte, lass mich mal versuchen. Ich habe auch schon E gedrückt und rechte Maustaste. Ich hab's weggeschmissen. Hä, ist es weg? Wo ist es? Einfach despawned. Hä, ich hab's hingelegt und es ist weg. Hab ich's eingeschmissen? Nee. Hä? Haben wir noch ein zweites Buch? Uff. Wo Buch? Wo? Ist das da hinten ein Gras oder knabbert der Geist am Zelt? Nee, das ist ein Busch. Aber ich hab's so genau hier hingelegt. Genau da neben dem EMF hab ich's hingelegt und ist einfach verschwunden. Hast du es vielleicht wieder in dein Inventar aus Versehen getan oder so? Nein. Nee, warte, Moment, ist das. Nee, das ist mein Journal. Oh, mich regt das so auf, dass diese Taschenlampe so useless ist. Ich glaube, ich hol meine Kamera. Hast mal ein Foto so gemacht. Kran. Ja, von den Füßen, es gibt alles Geld. Da liegt ein Handy. Das nehme ich mit direkt. Voll teuer. Muss ich mir kein neues kaufen? Hier, guck. Versuch neues. Mal den Geist auf Bayerisch anzureden, vielleicht wird er dann wütend. Ich hab keinen Push-Tutor. Vielleicht wird er dann wütend. Alles gut. Servus. Yeah. Oh, Leute. Dafür ist Saustall darin. Mensch. Was? Das Buch ist wieder im Track. Ah, okay. Hä, wie das? Ich weiß es nicht, ich nehm's wieder mit. Jule, bring das Buch! Das ist ein Geisterbuch, was erwartet ihr? Bring das Geisterbuch! Stimmt, das Geisterbuch. Guter Punkt. Ich wollte noch so eine Kamera, wir brauchen hier kein Stativ, wir haben so kleine Tische da drin. Stimmt, warte, ich hab hier eine stehen beim Lagerfeuer, ich hol die schnell, da brauchst du keine tragen. Ich hab die Kamera gerade mit, bloß kein Stativ. Oh, was war das? Hast du gerade auch gehört? Ja, das. Ah, das lila Zelt, das türkise Ding ist gerade aufgerissen worden. Oder wird noch aufgerissen? Es wird immer noch aufgerissen. Ratsche, ratsche. What the fuck? Wechselt die vielleicht zwischen den Zelten? Lol, da gehen immer mehr auf, hörst du das? Ne, das ist immer das hier, siehst du das? Das ist immer noch das gleiche. Okay. Ja, guck doch, die tanzt da noch. Hat mal jemand eine UV oder irgendwas? Ich hab UV. Warte, bloß der Dots, lass die sichtbar machen. Wo ist das Dots-Ding? Das Buch liegt jetzt wieder im Zelt. Ah ja, okay. Ja, lass es liegen, ich versuch's mal aufzumachen. Holt mal den Dots und stellt den vor das türkise Zelt, das regt mich gerade auf. Ja, mach ich. Ah, jetzt ist es offen. Lol. Stopp. Vorsicht. Soll ich den Dots noch holen? Ja. Schwarz-Weiß war Nachtsicht, oder? Schreib in das Buch. Ja, Schwarz-Weiß, da werden auch die Geister absichtbar. Die Frage ist, soll das jetzt heißen, da ist der Geist, oder ist es einfach nur ein Geräusch, weil das Ding offen ist? Ist es Ambiente oder aktiv? Was ist denn das piept. Dots? Es piept. EMF ist auf 3. 3. Okay. Also Videokamera haben wir jetzt, wo ist die? Ich hab die gerade bei mir, aber ich sehe keinen Orb. Wo ist das Stativ? Ne, ich hab keinen, ich hab vorhin schon gesagt. Ja, ach ja. Ich leuchte gerade hier einfach nur so. Ich hol's. Wo ist die Kamera? Was ist das Dots? Haben wir keinen Dots? Dots ist dieses grüne Ding. Das ist diese kleine Kiste neben den Taschenlampen, diese schwarze. Das sieht aus wie so eine. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich glaube, wir haben keins mehr. Doch, haben wir. Im F stabil auf 3. Ja, ich komme gleich. Stabil auf 3, okay. Ich tue mal die Kamera so, dass die möglichst beide Zelte drauf hat. Hm. Oh, ich habe einen Ball gehört. Wer hat einen Ball getreten? Ich habe die Kamera hingestellt, vielleicht war es das.
Nein, das war wie wenn jemand einen Ball tritt. Keine Ahnung. Buch ist leer. Schreib in das Buch. Hört man mich überhaupt in-game? Ja. Okay. Kritzel in das geschissene Buch, C-Fix. Wir haben 2,1 Grad. 2,1. 0,3. 0,5. Das ist bei dem Grünen. Das kann mir keiner erzählen. Es ratscht die ganze Zeit an diesem grünen Zelt. Matze? Nee, das ist Jule. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keinen Dots haben. Okay, Matze, ich komm. Das kannst du mir nicht erzählen. Einmal, Matze. Do you had one fucking job? Ja. Oh, Bier, geil. Was ist das? Ach du Scheiße. Gar kein Bier, das ist Tabasco, glaube ich. Oh. So, Matze, wenn ich jetzt da ein Buch finde, dann hau ich dir die Flasche über den. Dann zieh ich dir die Flasche über den Schädel. Okay. Willst du mich verarschen? Jetzt doch hier! Bei den Taschenlampen habe ich gesagt! Das Ding! Ja! Ja, aktivier das mal. Das sieht nicht aus wie ein Dots. Ja, doch, das ist der Dots. Und das Ding ist der Bewegungssensor. Okay. Ja, alles klar. Ja, okay, da war ich doch gar nicht so falsch. Sollten wir vielleicht nicht ins Haus gehen mal? Leute, wir hatten kein Parabolmikro mit, oder? Nee. Nee, aber wir haben hier Soundsensoren. Die tue ich. Das ist doch eine gute Idee eigentlich. Dann nehmen wir die doch bei jedem Zelt, oder? Wo ist der? Ah, hier ist der. Einem Kruzifix. Ja, was habe ich hier? Dots. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob das. In dem anderen grünen Zelt ist eine Lampe angegangen. Grünes Zelt. Der Starbucks. Hier. Oder waren wir das? Leute, wir sind übrigens, Ben, du bist auf 46%, du bist am niedrigsten mit Sanity. Ja, das ist okay. Wir sind so auf knapp 50, also die wird demnächst uns jagen. Oh shit. Ja, geht schon. Ich bleib doch stehen, du Scheißding. Hier, bist Dots. Ja. Ah, bleibst so geht du stehen an. Jetzt. Zeig dich, sprich mit uns. Ja, warte doch, wir müssen erstmal hier dotzen, dass die sichtbar wird. Bist du da? Bist du hier drin? Antworte mir. Ja, wo ist das zweite Mikro? Jule? Antworte. Hast du das zweite Mikrofon, den Audiosensor? Nein. Warum nicht? Matze? Ich hab nichts. Oh. Sie jagt. Wo ist sie? Lampen aus. Das ist aber wir! Lauf, sie hat ihn. Ich hab ein Foto gemacht. Glaube ich. Aber ich bin tot. Ja. Baby, du bist tot, du stehst hier. Ah ja, doch, ich seh's. Aber ich habe, glaube ich, noch ein Foto gemacht. Ist okay. Ruhe in Frieden. Der hat dein Genick geöffnet. Ja, nochmal. Sie hat mein Genick geöffnet. Name des Vaters, des Sohnes. Möge deine Seele auf dem Weg zur Hölle ihre Ruhe finden. Lol, da liege ich. Ich habe keine Beine. Ja, ja, da ist deine komische. Ja, guck mal deinen Hals an. Okay, Mats ist tot. Er hat ein Foto gemacht. Sie ist instant verschwunden. Das ist ein Indikator für ein Phantom, by the way. Aber warum bin ich dann trotzdem gestorben? Ja, weil du schon tot warst und dann erst ein Foto gemacht hast. Du bist auch bei mir erst 4 Sekunden später tot umgefallen. Bist gestorben, noch ein paar Meter gelaufen und dann umgefallen. Aber zählt das? Hat das Foto noch gezählt? Ich guck gerade. Warum dort warst du? Ja, nee, doch nicht. Der hat das gar nicht gemacht. Never mind. Doch, das hier. Ich hätte eins machen sollen. Das links oben. Das Bild habe ich gemacht. Das da? Ja, links oben. Also nicht, oben, nicht ganz Feuer. Links. Der Geist ist in Salz getreten. Genau, rechts daneben. Ja, ist ja dumm, okay. Das. Okay, vielleicht sind die anders gemischt. Da wurde das grüne bisschen und links, rechts daneben ist das blaue. Hä? Ach doch, hier, lol, aber der Geist ist nicht drauf. Ja, sitzt auf das linke. Ja, egal. Ja, also, ja, bei mir, ich weiß welches du meinst, aber die sind anders angeordnet. Ah ja, okay. Die Reihenfolge ist Kleinzeit. Ich guck mal ins Fingerabdrücke was. Fingerabdrücke hatten wir ja auch vorhin, stimmt. Nein, wir hatten keine Fingerabdrücke. Wir haben nur. Nein, wir haben nur Salz, das ist was anderes. Nein, wir hatten auch Fingerabdrücke, das mal weiß man noch. UV-Abdrücke. Ja. Okay. Fingerabdrücke. Das Buch, wie schaut's mit dem Buch aus? Ich glaube, Box ist angesprungen. Stopp, warte mal, Kamera. Was wir ist haben mit den eine Zehneraktivität aktuell, ne? Ja, weil er gejagt hat. Immer noch. Jetzt nicht mehr. Ja. Leute, das hat Überwachungskameras, das Ding. So, Geisterorbs, Fragezeichen. Hm.
Bei mir ist der Bildschirm nur weiß. Ja, weil du tot bist. Ah, okay. Sonst könntest du ja einfach bei uns im Truck Monitor spielen. Das ist ja Cheat Prevention. Was? Ah, verstehe, verstehe. LOL, Schall. Wir haben Sound beim roten Zelt. Ja, ja. Da passiert was. Das Dot flackert. Und wir haben auch eine 10er Aktivität. Geh nicht rein, Bene. Ja, die jagt bestimmt rein. Geh nicht rein. Ich habe 12er Sanity. Ich habe gesehen, wie Matze gestorben ist. Ich glaube, ich soll meine Pille fressen. Ich fress auch meine Pille. 50. Aha. Sollen wir uns voll heilen oder aufsparen? Oh Gott, warum kann ich das? Habe ich jetzt schon genommen? Ja, habe ich. Ja, du bist auf 75. 50. 50 ist immer noch scheiße, oder? 70 reicht, glaube ich. Ich guck mal, was man hier journal. Wir haben Beweise. Ja, guck ins Journal. Fingerabdrücke. Ja, also auf Phantom wäre schon... Temperaturen. Könnte es ein Phantom sein, weil das mit dem Foto würde passen. Ja, aber wir bräuchten dann noch einen Dots, um es eindeutig zu machen. Weil okay, ich sag mal so, das Viech war sichtbar im Dots. Also es war sichtbar, aber es war auch bei dem Dots. Also die Geisterbox vor uns, die hat kurz vorm... Da war sie. Vor der Jagd rumgesponnen. Leute, sie war im Dots gerade. Echt? Ist da war irgendein menschliches Viech war im Dots gerade für eine Sekunde. Aber wir hatten auch Gefriertemperaturen und dann, wenn man die drei Sachen... Und da rollt was. Jule, guck auf die Kamera, da rollt was aus dem Zelt raus. Ich sehe da nichts auf dem Bild. Was aus dem Zelt. Scheiße. Ja, guck, da rollt so eine Dose oder irgendwas. Ich sehe da nur schwarz. Ja, okay, die Kamera ist halt umgedreht, weil das VR-Client ist. Weißt du was, Jule, komm mal mit, stell mal deine Kamera, eine eigene, neben meine, dann sehen wir dasselbe quasi. Weil bei dir ist die Kamera quasi 180 Grad gedreht, wie ich sie hinstelle. Dann kann ich ihn gerade nicht anmachen. Also ich bleib jetzt mal hier und beobachte es weiter, weil ich hab's nur im Augenwinkel gesehen, aber ich bin mir zu 90% sicher, dass da ein Viech im Dings aufgetaucht ist. Jo, ich krieg die Kamera gerade nicht mehr an. Bei uns ging die einfach auf. Ja, die ist im Truck aus. Du musst rausgehen, dann geht die wieder an. Ah. Also ich hab sie im Dots kurz gesehen. Oder irgendwas Menschliches. Ich will nicht sterben, Leute. Ja, ist egal, die reagiert auf beides, also mitgehen würde nicht helfen. Einfach hingehen, Kamera aufstellen und... Ah, das nochmal. Okay, das ist safe. Der ist nochmal. Die war im Dots nochmal. Das brauchen wir nicht prüfen. Garantiert. Dots. Du kannst auf meine Kamera zugreifen jetzt. Ja, warte. Ah, ich habe deine Kopfkamera sogar. Ich habe keine Kopfkamera. Ja, ich sehe eine. Draußen. Ach, ist Matze. An. Lol, Matzes Kamera funktioniert noch. Ah, ich sehe Matze. Aha, wie du siehst nicht. Ja, klar, du hast eine Kopfkamera auf, natürlich. Ich sehe dein View gerade. Du stehst vor seiner Leiche. Interessant. Also ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall Dots. Ich habe keine Kopfkamera auf, ich habe die Videokamera in der Hand. Ach ja, okay, dann wird es die wahrscheinlich sein. Also da hat sie safe gestanden. Also vielleicht ein Phantom, meint ihr, oder? Also ich habe jetzt mal Dots genau, Dots und Fingerabdrücke. Okay, ich und das mit der Kamera sah, also ich hab nur spät hingeguckt, als Matze gestorben ist, aber ich habe gesehen, Blitz und dann war das Ding weg. Aber Matze war auch tot. Also die Frage ist, ob sie verschwunden ist, weil Matze gestorben ist oder ob wegen dem Foto. Aber bei Phantom EMF-Messgerät? Ein EMF-Messgerät? Hatten wir im Zelt, aber es waren nur drei. War nur drei, okay, dann können wir das ausschließen. Ja, was heißt ausschließen, würde ich nicht, weil EMF 3 war ja, vielleicht war sie nur nicht aktiv genug. Und als wir gejagt wurden, hat keiner auf EMF geschaut. Das ist korrekt. Die Frage ist, wenn wir EMF haben, tut es dann das Phantom ausschließen, wenn wir jetzt EMF anklicken mal? Also, ja, dann ist es weg. Dann wäre es nur noch die Goyu. Ja. Ich habe jetzt EMF ausgeschlossen. Nee, warte mal, aber wenn wir EMF, dann ist es wieder das Phantom. Genau, wenn Phantom wir oder EMF Banshee. Durchstreichen. Mhm. Oder Banshee. Ja, also, aber es wird Phantom eingekreist. Also, ich würde actually wirklich sagen, Phantom, weil das mit dem Apparat sah schon echt danach aus. Wobei halt die Sache ist mit diesem Parabolmikrofon die Aufgabe. Es erinnert halt auch, wenn du dir die Banshee-Beschreibung durchliest, eher an eine Banshee. Die Frage ist, was wären denn die Hinweise für eine Banshee? Fingerabdrücke, Geisterorb und Dots. Geisterorbs. Ja. Okay, übrigens, wir können die nicht so genau sehen. Also ich sehe jetzt hier keine Geister. Oh, toll, da ist sie nochmal gerannt. Hast du es gesehen? Ich sehe immer noch schwarz. Okay, das ist safe, das fucking Dots. Das ist jetzt das dritte Mal, dass dieses Mistviech da rumrennt. Und du hast deine Kamera so. Du hast das dritte Mal, du hast die Kamera jetzt hingestellt, dass du auch auf die beiden Dinger sehen kannst, oder? Nein, ich bin wieder zurückgekommen, nachdem du gesagt hast, du hast sie gesehen.
Aber du sagst, der Grund, dass wir dich rausgeschickt haben, war, dass du dir eine Kamera hinstellst und du das auch beobachten kannst. Ja, aber wenn du mir sagst, dass du das siehst, dann glaube ich dir das einfach. Ja, ich glaube mir nicht, ich habe eine Sanity von 30%, ich bin legit wahnsinnig. Okay, muss ich das. Du kannst mir so schon nicht glauben. Ja, mir ist es egal, wenn du es glaubst, dann machen wir den. Ja, also, was ist jetzt dann? Wenn ich dann sterbe, dann. Ich zwing dich jetzt zu nichts. Wenn du jetzt reingehst, bist du selber schuld. Ich übernehme da keine Verantwortung. Okay, ich hau ab. Nochmal. Ja, okay, sorry. Also, die sind doch schon wieder durch das Scheißding durchgerannt. Also, ich meine, du kannst jetzt hingehen und schauen, was passiert, aber. Du kannst jetzt dich selbst beobachten. Oh, leider nicht mehr. Die ist jetzt die ganze Zeit in dem verdammten Dots-Ding aufgetaucht. Ich sehe mich nicht mal in der Kamera, ich bin unsichtbar. Echt? Also ich glaube tatsächlich, dass es eine Banshee ist, aber ich bin mir nicht sicher. Warum? Was sagt das Verhalten? Lies mal den Eintrag vor, dann entscheiden wir uns. Okay, also Banshee. Die singende Sirene ist dafür bekannt, ihre Opfer mit Liedern anzulocken. Es wurde festgestellt, dass sie sich ihre Beute aussucht, bevor sie angreift. Stärken. Eine Banshee wird ihr Ziel schwächen, bevor sie angreift. Schwächen. Manchmal kann man das Geschrei einer Banshee mit einem Parabolmikrofon hören. Oh, ich da ist sie gesehen. Wieder gerannt. Oh mein Gott, sie ist gelaufen. Ich hab sie gesehen. Oh mein Gott. Aber du hast sie gesehen, das ist so ein durchsichtiges Scheißviech, oder? Ja. Ist eine Banshee massiv oder spektral? Steht da nicht. Mein Gott. Aber ja, die Banshee. Wenn es da nicht steht. Ja, das Viech war auf jeden Fall spektral. Das war durchsichtig, aber. Das Ding ist, das Mikrofon sagt ja auch nichts. Also, oh, wir haben wieder Ausschlag. Mit Dots flackert schon wieder. Und ein Phantomwehr ist ein Geist, der von den Lebenden Besitz ergreifen kann, meistens beschworen durch das Oja-Brett. Stärken. Ouija-Board. Schau mal, die rennt da. Ja. Ein Phantom anzuschauen hat einen stärkeren Einfluss auf die Sanity. Ja, die Schwächen. Das Fotografieren eines Phantoms sorgt dafür, dass es für eine kurze Zeit verschwindet. Warte. Leute. Hm? Ich glaube, wir haben Geister-Orbs. Ah, dann ist es tatsächlich. Warte, bis die Kamera flackert gerade wieder. Sie rennt durch wie eine Blöde. Aber sie wird irgendwie nur im Dots sichtbar, aber ich sehe beide. Also. Doch, da schweben Orbs. Ja, dann ist es eine Banshee. Oder? Warte mal, lass mich noch einmal, will ich es noch sehen. Ja, doch, das sind Orbs. Doch, also ich sehe hier einen Punkt, der immer wieder aufflackert. Ja, Banshee. Der rumschwebt. Banshee. Ja, dann ist es eine Banshee. Dann schau mal, wie gut ich bin Kameramaster. Ich bin ab jetzt der Typ, der nur noch Kameras aufstellt. Falls es jetzt richtig war, wenn es falsch war, ist Matze natürlich schuld, aber. Natürlich immer. Ja, du bist gestorben, also. Immer die Schuld auf die Toten abwälzen, die können sich nicht mehr wehren. Okay, genau. Haben alle Banshee eingetragen? Ich habe Banshee eingetragen. Okay, dann bye bye. Ach, scheiße. Ja, guck mal. Nimm mich mit! Schau, da rennt sie schon wieder, also. Dieses Drecksviech. Ha! Hast nur Matze bekommen. Nur unser schwächstes Mitglied. Jetzt können wir uns jemanden Kompetenten suchen. Da hast du uns in die Karten gespielt. Was meinst du, wie viele Level kriegst du jetzt dafür? Schilde. Das Opfer. Ach, wieder nicht den richtigen. Das gibt's doch gar nicht. Ein Yokai. Was war's? Ein Yokai! Oh, warum? Verdammt, wir haben die Uhr vergessen. Mist. Matze, wir müssen nächstes Mal. Ich hab 6 XP bekommen, Alter. Matze, wir müssen die Yokai Watch nächstes Mal mitnehmen. Wow. Wo ist Whisper, wenn man ihn braucht? Warte mal, ich muss nochmal gucken. Warum war das jetzt genau ein Yokai? Was heißt warum? Ja, warum? Musst du ja wissen. Geisterbox, Geisterorb und Dots. Weil Dots hatten... und Orb, war richtig. Was? Ja, dann waren es doch keine Fingerabdrücke, ihr Penner. Doch, das waren Fußabdrücke, doch. Grüne. Ach, grüne, nee. Grüne spektrale Fußabdrücke, nicht im Salz, habe ich ausdrücklich gesagt. Nee, Salz nee, nicht, und Fingerabdrücke. Nicht grüne, sondern diese mit der UV-Lampe, da habe ich die gesehen. Ja, die müssen ja grün sein. Diese leuchtenden, wie wir es halt auf dem Foto letztes Mal hatten. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, ob die grün waren. Matze hat's gesehen, das waren Fingerabdrücke. Ja, komm. Das war eben, wenn man mit der UV-Lampe drauf und dann waren das halt eben diese. Taschenlampe oder Knicklicht? Während die euch Knicklicht auch. Ja, toll. Warum? Ja, okay, mit der Enttäuschung würde ich sagen. Was ist der Unterschied? Ja, das ist fehleranfälliger. Du hast immer billiges Equipment und teures. Zum Beispiel die Taschenlampe, die starke Taschenlampe, das Knicklicht und die UV-Taschenlampe. Dann das komische Sounddings und das Parabolmikrofon. Das ist immer so. Oh Gott, das ist dämlich. Ja, gut, okay. Ja. Das ist dämlich. Du bist dämlich. Ja. So, Mann, jetzt machst du auch die Abmod. Jetzt bin ich stinksauer. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, tschüss. Lasst Hate bei Matze in den Kommentaren rein. Schreibt Hashtag Fingerabdrücke.
in die Kommentare. Hashtag Fingerabdrücke. Und dann genau. Irgendwas Beleidigendes noch drunter. Dankeschön. Genau. Bene stinkt zum Beispiel. Bis bald. Nein. Ciao.